Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jetzt nach vielen, vielen Wochen gibt es mal wieder einen neuen Vlog von mir. Wir haben in den letzten Monaten ultra viel zu tun gehabt. Ich musste mal ein bisschen das Ganze verschweigen, was wir genau machen. Ich habe es so ein bisschen angerissen, Thema AI. Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, dass wir euch darüber berichten können. Doch, bin jetzt gerade morgens der Erste. Habe jetzt hier gerade noch meine Brotzeit. Die räume ich jetzt noch auf, dann tue ich einen Besprechungsraum vorbereiten, weil wir heute unseren großen AI-Tag haben mit den Entwicklern und den Servertechnikern. Und dann berichte ich euch gleich noch davon. Der Raum ist jetzt vorbereitet. Heizung gelaufen, muss keine frieren, wunderbar. Jetzt würde ich sagen, erzähle ich mal ein bisschen was. Es geht um Trikoma.ai. Trikoma kennt ja der eine oder andere, der die Videos verfolgt, der mich auch kennt. Das ist unser großes Baby, unser ERP-System. Und ja, das hat ein bisschen Nachwuchs bekommen, würde ich mal sagen. Also noch nicht ganz, es ist gerade noch in Mache. Trikoma.ai ist eine AI-Plattform für generative Elemente, für generative KI. Das bedeutet, wir können darüber Texte, Bilder, verschiedene Marketingtexte, Produktbeschreibungen, H1-Text, Produkttitel, Titel für eBay, was auch immer. Also alles, was irgendwie relevant ist, einerseits für Unternehmer, für Nutzer vom Trikoma-ERP-System, aber auch für alle anderen da draußen auf der Welt eben mit generieren. Und das Ganze ultra einfach, denn die anderen Plattformen, sei es ein ChatGPT oder was auch immer, wir merken es ja auch bei der Akzeptanz bei unseren Kunden, es wird nicht so gern angenommen. Warum? Man muss sich einarbeiten, man muss sich damit beschäftigen. Und unser Ziel ist es, dass man Trikoma.ai nutzen kann, ohne Vorkenntnisse, einfach Sachen auswählt, was man gerne haben möchte und dann krasse Ergebnisse kommt. Ja, und da arbeiten wir jetzt halt seit langer, langer Zeit schon daran. Jetzt ist der Endspurt. Am 24. November um 12 Uhr ist der Beta-Launch von Trikoma.ai. Da gehen wir live. Ab da ist es nutzbar, ab da kann man sich registrieren. Ab da kann man eben damit arbeiten. Und wie funktioniert das Ganze? Es gibt einmal die Trikoma-Plattform, also im Endeffekt die Trikoma-AI-Plattform. Dort kann ich mich registrieren, kann es aber nutzen, brauche auch gar kein Trikoma-System. Aber es wird natürlich auch einen Konnektor dahin geben. Das heißt, der Trikoma kennt, der weiß, wir arbeiten immer mit Konnektoren und da ist dann eben auch ein Konnektor mit dabei. Somit kann ich problemlos aus meinem Trikoma-System darauf zugreifen und Inhalte für meine Produkte generieren. Ich werde euch heute im Laufe des Tages einen kleinen Sneak Peek da rein zeigen. Ihr werdet sehen, wie geil das wird. Und jetzt würde ich sagen, wie sieht das Ganze aus? Das hier ist das AI Studio. Und in diesem AI Studio hat man eben die Möglichkeit, viele, viele Dinge zu tun. Sei es Bildinhalte erkennen, Bilder erzeugen mit verschiedenen Dingen, Texturen, Gegenstände, Produktbilder überarbeiten und so weiter. Produktdatenpflege, habe ich die Möglichkeit, Beschreibungen, Call to Actions, Keywords und alles Mögliche zu machen. Im Bereich Marketing, Blogbeiträge, im Bereich Online-Shop, Produktkategorie-Ideen, Webseiteninhalte kann ich mir erstellen lassen. Ich kann mir sogar Videoskripte machen, sogar Sprechertexte. Das heißt, ich kann wirklich sagen, ich mache mir einen Sprechertext. Können das mal machen. Das heißt, ich kann sie eingeben und hier drüben läuft dann die AI und generiert es. Und hier sieht man eben, in der Zwischenzeit können wir uns das mal anschauen, irgendwelche Inhalte, die ich schon generiert habe. Das heißt, irgendwelche Szenen und so weiter. Und mal gucken, ob ich einen Ton anhabe. Hallo. Hallo. Genau. Und jetzt habe ich eben hier meinen Sprecher. Das kann ich auch komplett für Videos dann eben nutzen. Wenn ich YouTube irgendwas produziere, habe ich die Möglichkeit. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Also ihr seht, das ist sehr, sehr umfangreich. Und was wir auch noch gebaut haben, ist ein Bildeditor. Das ist der Image Editor. Da wechsle ich jetzt mal rein. Ja, und da sieht man eben ganz gut. Ich habe hier beispielsweise ein Produktbild. Und dieses Produktbild kann ich eben mit diesem Bildeditor entsprechend bearbeiten. Wir machen das jetzt mal. Auch den Hintergrund zum Beispiel. Ich habe jetzt eben einen Hintergrund. Ich habe ein Produktbild. Dort habe ich die Möglichkeit, Schatten und so weiter reinzuladen. Und wenn ich das Ganze jetzt eben hier nutze, das machen wir jetzt mal mit unserem AI-Tool, dann kann ich da auch wunderbar, recht einfach, mir einfach ein geiles Produktbild machen. Das Bild war bei uns im ERP-System nicht freigestellt. Das AI-Tool hat es automatisch freigestellt, hat einen Schatten eingebaut, beim Hintergrund schön weich gezeichnet, dass es gut ausschaut. Ja, das ist einfach mal so ein kleiner Einblick, was das ganze Tool alles können wird. Ihr müsst euch noch gedulden. Am 24., wie gesagt, geht das Ding live. Da ist auch schon unsere Startseite. Um euch noch ein bisschen mehr neugierig zu machen, so sieht das Ganze aus. Ich nehme euch nachher noch mit, kurz in unser Meeting. Dann muss ich heute weiter zum Video drehen, denn das ist ja jetzt hier auf dem Vlog-Kanal, aber auf dem Trikoma-Kanal, da gibt es natürlich auch noch ein ordentliches Video.
Ja, und jetzt würde ich sagen, wir starten mal mit unserer Trikoma AI-Besprechung. Oh, da ist auch im Google Meet schon jemand dabei. Na, ihr zwei AI-Kinder, was treibt ihr denn? Wir haben jetzt folgende Problematik. Ach so. Ja, jetzt willst du nicht über Probleme reden. Ne? Nein, schleicht er sich so an, so heimlich. Ich hab's gehört, da hat es nämlich geknackt, die Knochen haben geknackt. Die Knochen haben geknackt, weil ich sage, das war der Bildschirmswitch. Ja. Ja, jetzt bin ich oben bei uns, bei unserem zweiten Serverraum, den wir jetzt eben schon in der Vorbereitung haben. Aktuell muss ich sagen, schaut es noch ein wenig traurig aus, aber ich bringe euch da jetzt mal rein und ihr seht jetzt, tada, da steht im Moment ja, ganz einsam und alleine ein Server. Das ist jetzt der erste, den wir hier final heute gerade eben aufgestellt haben für unser Trikoma AI. Genau, was läuft auf dem? Auf dem läuft unsere AI für die Bildgenerierung, aber auch für die Inhaltsgenerierung könnte man da auch drauf laufen lassen. Also wir werden jetzt den Raum hier komplett mit Servern ausstatten und ich switch nochmal um. Ja, man sieht es hier, rödeln, schön GeForce RTX. Da haben wir jetzt verschiedene Grafikkarten im Einsatz, haben auch verschiedene Benchmarks gemacht. Muss auch sagen, wir sind noch nicht 100% mit allen Benchmarks durch. Aber das ist jetzt so der erste Stable-Server, der hier oben schon steht. Die anderen sind jetzt gerade noch in der Servertechnik. Die bauen da jetzt noch dran, um eben selbst Inhalte generieren zu können. Wo ist der große Vorteil? Der große Vorteil ist nämlich für uns der, wir können langfristig datenschutzkonform Sachen generieren. Denn das ist ja die Schwierigkeit, wenn ich das Ganze über Anbieter mache, ChatGPT, wie auch immer, amerikanische Unternehmen, wie wir es mit Datenschutz vereinbaren. Deswegen ist unsere Plattform später so gebaut, dass wir intern natürlich entscheiden können, wie generieren wir die Daten, was ist datenschutzrelevant, wie Ticketverarbeitung, E-Mail-Verarbeitung, was auch immer. Das können wir alles in-house hier bei uns in Deutschland im eigenen Haus machen. Haben auch noch einen Alternativstandort, den wir auch noch gerade am Aufbauen sind und haben so die Möglichkeit, die besten Ergebnisse zu liefern. Ja, und mal wieder geht ein erfolgreicher Tag zu Ende. Also wir haben heute noch einiges gebaut. An der Webseite hat sich das eine oder andere getan, Video. Also im Endeffekt ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Ihr könnt gespannt sein. Also für euch nochmal zur Info. Wie sieht das Ganze aus? Also am 24.11. ist der Release von Trikoma AI vom Studio, also im Endeffekt vom System, wo ihr euch auf der Webseite einloggen könnt. Und eine Woche später, im Dezember dann ist es auch soweit für die Trikoma-Kunden. Dann gibt es eben auch den Trikoma AI Connector und dann kann man sich das Ganze bei sich auch ins System mit reinholen. Ja, ich würde sagen, das war's heute fürs heutige Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.